Herzlich willkommen zu Kunst Matt. Wir haben dieses Jahr die Kunstmesse Basel besucht, die wohl wichtigste internationale Kunstmesse. Eine Messe, die sich in den letzten Jahren auch globalisiert hat, die Standorte in Miami, Hongkong unterhält und in Kürze auch in Paris eröffnen wird. Wir haben mit führenden Galeristen gesprochen, mit Klaas Nordenhake, Stockholm, Berlin, mit Marie-Blanche Carrier, Berlin, mit Thilo Wermke von der Galerie Neu in Berlin, aber auch mit österreichischen Galeristen und Galeristinnen, mit Thomas Krinzinger von der Galerie Krinzinger, mit Tadeusz Ropacz von der Galerie Ropacz, mit Eva Presenhuber, Zürich, Wien und anderen. Und wir haben die Fragen diskutiert, was macht Basel so besonders? Wie wirkt sich die Globalisierung auf den internationalen Kunstmarkt aus? Ja, und wir haben die Galeristen und Galeristinnen auch gebeten, uns eine ihrer Lieblingsarbeiten zu zeigen. Was ist besonders an dieser Messe? Naja, nach wie vor, man wiederholt sich, es ist, hat die beste Qualität von den Galerien, damit auch von den Werken, die hier gezeigt werden. Und es ist einfach, die Stadt Basel ist sehr angenehm, weil tolle Museumsausstellungen, aber sonst nicht so viel Ablenkung. Daher konzentriert sich die Gefolgschaft, die Sammler und Kuratoren wirklich auf das Kunstgeschehen. Es gibt kein Shopping oder irgendwie Restaurant-Hopping. Es ist wirklich keine Galerien, sind ja kaum Galerien, internationale. Also es wird sehr, sehr konzentriert hier an der Messe gearbeitet von den Galeristen wie von den Besuchern. Und das macht sich, glaube ich, dann bezahlt über die Jahre. Das Schöne ist einfach die beste Messe der Welt. Es kommen Leute aus allen Kontinenten, um sich hier zu treffen. Die Qualität der Kunstwerke ist vorzüglich. Und das ist ein schönes Aufeinandertreffen, auch jetzt, wo man wieder etwas freier sich bewegen kann. Also ja, Basel ist sicher die bedeutendste Messe für zeitgenössische Kunst. Also viele Galerien bereiten sich sorgfältig darauf vor, wir auch. Also man überlegt wirklich genau, welche Werke man hier zeigen möchte. Es ist die internationalste aller Messen. Also es kommen wirklich alle großen Sammler aus Amerika, aus Asien hierher, die großen Kuratoren, die Museumsdirektoren. Also es ist wirklich ein Platz, wo man die Temperatur des Kunstmarkts auch messen kann. Besonders an dieser Messe ist wahrscheinlich auch der Kontext, die besten Museen der Welt, eine sehr schöne Stadt, eine Kultur, die unendlich weit geht und ein Ort, wo sich alle treffen, einmal im Jahr, ohne Ausnahme. Wenn man sich für ein Rendezvous entscheidet, ist wahrscheinlich diese Basel-Rendezvous. Warum sie die beste Messe ist, weiß ich nicht, weil die besten Galerien hier sind wahrscheinlich. Ja? Und die besten Leute kommen immer hier nach Basel und alle Museen kommen hierher und alle großen Sammler. Und Qualität ist halt sehr hoch in Basel. Die Messe Basel ist sicherlich international gesehen die absolut wichtigste Messe nach wie vor. Es gibt hier eine Tradition von einer seriösen und sehr hochkarätigen Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst, mit den aktuellsten Strömungen bis zur klassischen Moderne, die auf ganz hohem Niveau hier gehandelt wird. Das heißt, das Spektrum ist sehr groß. Es gibt Art Unlimited, die Möglichkeit für Galerien und Künstler wirklich ganz große Projekte zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Das ist einzigartig. Wenn du jetzt schaust, diese vielen Jahre, die ihr da seid, was hat sich an dieser Messe verändert? Weißt du, was die Messe angeht, die Sammler, das Umfeld? Ja, na, als ich angefangen habe, war das eine europäische Messe. Ja? Und jetzt kommen Leute aus der ganzen Welt. Und es gibt, seit einigen Jahren gibt es viele chinesische Sammler oder Australien oder überhaupt sogar mehrere Afrikaner, so, die sich für zeitgenössische Kunst interessieren. Naja, es hat sich natürlich die Sammlerschaft in den 30 Jahren jetzt geändert. Es gibt einige Sammler, die jetzt aus
verschiedenerlei Gründen, das heißt das Alter oder sie haben genug gesammelt, nicht mehr auf die Messe kommen. Aber es kommen neue. Es kommen neue, die hoffentlich dann diese Kapazitäten ersetzen können, die gewisse ältere Sammler noch vor 10, 15 Jahren hatten. Ist die Messe internationaler geworden, was das Publikum angeht? Ja, sehr viel international, das ist der große Unterschied. Mhm. Die letzten 10 Jahre wurde es extrem international, auch mit asiatischen Kunden, Middle East, eigentlich die ganze Welt, einschließlich Nordafrika, Afrika. Man sieht eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, alle ernsthaften Sammler der Welt irgendwann auf der Art Basel. Ja. Aus meiner Sicht hat sich gar nicht so viel geändert. Das ist relativ konstant geblieben. Natürlich kommen immer wieder ein paar neue Leute dazu, neue Kuratoren, neue Sammler, neue Kollegen. Aber das Core ist eigentlich relativ stabil. Am wesentlichsten sicherlich die die Gäste, die wirklich aus der ganzen Welt kommen. Das heißt, es sind Lateinamerika, USA. Diesmal, das, was man am meisten spürt, dass die Chinesen nicht kommen dieses Jahr. Die letzten Jahre, da waren sehr viele chinesische Sammler da. Russen sind diesmal auch viel weniger natürlich, der Situation entsprechend. Aber man kann sagen, dass die Internationalisierung des Kunstmarktes auch hier in Basel absolut spürbar ist. Also was sich geändert hat, sind einfach die Asiaten. Die sind natürlich sehr präsent geworden, immer mehr über die Jahre. Also es ist die europäische Messe, zu der sie anreisen mit ihren Beratern. Es sind also, da sprechen wir nicht nur über China, sondern eben zunehmend auch über Südkorea, über Japan natürlich, über Hongkong, Singapur. Also die Präsenz der Asiaten hat eigentlich das Klima hier schon sehr verändert. Das hat es auch internationaler gemacht. Also was die Sammler angeht zum Beispiel, es ist ein bisschen schade, dass einige Sammler lieber auf Basel verzichten, ehe sie eine Übernachtung für eine Unmenge, also es gibt eine Relation, die nicht mehr steht. Einfach was die Welt angeht oder die Kunstwelt, diese Transparenz ist brutal. Man weiß über alles und jeder ist informiert über also alle Künstler in alle Ecken der Planeten sind sichtbar und erreichbar. Und es schafft eine Nervosität, denke ich, eine Komplexität. Ja. Welche Messen macht ihr und warum macht man überhaupt Messen? Man könnte ja nur sagen, wir sind mit unserem Standort bei euch in Berlin zufrieden. Also wir haben viele Messen immer gemacht und wir Berliner haben entschieden, dass Messe wichtig und notwendig sind. Aber was wirklich uns ausmacht, sind unsere Ausstellungen. Wir sind Ausstellungsmacher und wir haben Räume, die unsere Persönlichkeit entsprechen. Wir haben diese Galerie Weekend gegründet, schon vor Jahren. Das ist für uns die beste Art, eine Messe zu betreiben, aber Messe bleibt Messe. Wir machen die, weil die Zeit ist so reduziert und es ist die Möglichkeit, in einer sehr kurzen Zeit so viele Leute wie möglich anzutreten und trotzdem, man kann auch für eine für ein Statement entscheiden, wo man auch die Position zeigt, wie sie gezeigt sein sollte. Also man kann versuchen, so viel wie möglich diese Messerahmen zu entsprengen und wieder eine Ausstellung zu kreieren. Man könnte jeden Tag auf eine neue Messe gehen, wenn man möchte. Das heißt, es gibt 365 Messen oder so. Und man könnte ja so und so viele Messen gehen, aber ich finde das ein Ausverkauf. Ich wohne zwar nicht in New York und auch nicht in Paris, aber selbst in Zürich kann man durch Technologie heute sehr viele Leute erreichen und muss, glaube ich, gar nicht mehr so viele Messen machen, wie das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Warum muss man überhaupt auf Messen gehen? Ja, es ist schon eine Konzentration der Professionellen. Also, und das ist in Art Basel sehr, sehr dicht. Und Art Basel bringt es dann eben auch. Ja. Da hat man wirklich viel in einer Woche erledigen können. Ich glaube, wir sind in 5 oder so Messen. Basel, Miami, dann machen wir Arco in Madrid. Madrid, ja. Und eine Messe in Mexiko, die ganz gut ist. Und so.
Was kostet so ein Messestand? Ich frage es auch deswegen, weil natürlich diese hohen Kosten auch mit den Werken zu tun hat, die man dann ausstellen kann. Ja. Also junge, ganz noch günstige Kunst kann man hier gar nicht zeigen. Ich denke nicht. Es ist ja auch nicht die Messe für junge, ganz günstige Kunst. Da gibt es zum einen natürlich dieses Bereich der Statements. Ich glaube, die kriegen bessere Quadratmeterpreise. Da hat unsere Galerie auch mal angefangen. Das war 1996, 97 und dann wächst man so rein. Jetzt natürlich ist man hier auf dem etablierten Stand und ich schätze mal, die Standkosten jetzt hier für uns liegen bei 100.000 mit allen Lampen und drum und drum Wänden, was auch immer. Das Betrag, den man einrechnen muss, plus Shipments, plus das Ganze. Ja, ja. Also da muss man ordentlichen Umsatz machen. Man muss Umsatz machen, aber das, die Messe generiert ja auch Kundschaft. Mhm. Man zeigt natürlich schon ein bisschen, klar, die Auswahl auf einer Messe wie Basel, die teuer ist. Wir mischen schon. Also wir haben dann auch immer so ein, zwei junge Künstler dabei, die unter 100.000 kosten. Mhm. Aber man hat dann schon auch eher wichtige Arbeiten älterer Künstler gemischt mit tollen Generationen. Man kann ja nicht jeden Künstler zeigen, aber klar, in Basel möchte man halt auch prestigereiche Arbeiten zeigen. Das hängt von der Strategie der Galerien ab. Wir machen das so, dass wir auf der einen Seite natürlich Künstler, die schon bekannter sind, die arrivierter sind, zeigen, aber auch immer mindestens 20% für ganz junge, eben noch nicht so hochpreisige Künstler reservieren, weil das auch für unsere Sammler ganz wichtig ist. Die Sammler wollen das. Messe Basel hat sich ja seit einigen Jahren globalisiert. Es gibt die Messe in Miami, es gibt die Messe in Hongkong und jetzt soll es eine Messe in Paris geben. Und du bist ja mit deiner Galerie schon viele Jahre in Paris. Was bedeutet das für Paris? Ist Paris die neue Kunstmetropole Europas? Also Paris hat sicher eine Renaissance, also das spürt man schon seit einigen Jahren. Viele Galerien drängen jetzt nach Paris, es wird auch heuer im Herbst ein paar prominente Zugänge geben. Paris ist einfach die Stadt des Moments auch. Also die großen Metropolen wie London oder Paris, die wechseln sich ja immer dabei ab, also welche im Moment gefragter ist oder welche mehr Relevanz zeigt. Paris ist einfach die Stadt des Moments und Künstler wollen dahin ziehen. Also wir sind dabei, einige Ateliers zu suchen für einige internationale Künstler, die nach Paris drängen. Die Galerien kommen, die Museen sind schon da, also sind mit die bedeutendsten Museen der Welt. Paris ist einfach ein wunderbarer Gastgeber, also ist jemand, der einfach die Kunstwelt auch mit offenen Armen empfängt und auch eine große Tradition darin hat. Also es ist nicht so überraschend, dass Paris wieder einfach jetzt... Ihr seid ja, die Galerie ist ja sowohl in London als auch in Paris mit tollen Räumlichkeiten, tollen Standorten vertreten. Hat der Brexit Auswirkungen gehabt auf die Situation in London? Mehr Konzentration nach Paris jetzt, auch wegen Brexit? Ja, der Brexit, das ist ein großer Nachteil für London. Das wurde alles komplizierter, als wir uns das vorgestellt haben. Trotzdem ist London critical mass, also da passiert immer noch genug. Die großen Auktionshäuser sitzen immer noch in London und London zieht auch nach wie vor eine Gruppe von internationalen Sammlern und Kuratoren an. Das wird sich nicht ändern, nur das Klima hat schon gelitten darunter. Also die Stimmung in London ist nicht so gut und vieles zieht jetzt auf den Kontinent und da ist Paris natürlich die erste Wahl. Ich glaube, Hongkong wird wenig Chancen haben in Zukunft aus politischen Gründen, nicht wegen der Messe, sondern aus politischen Gründen wird wahrscheinlich nicht möglich sein, das weiterzuführen, was uns sehr leid tut, da wir 10 Jahre dort im asiatischen Raum jetzt gearbeitet haben. Auf der anderen Seite sind diese neuen Entwicklungen, was Paris betrifft, super interessant. Paris bietet ein ganz anderes Surrounding als Basel. Es kann sehr interessant werden als zusätzliche, wirklich hochkarätige Messe. Ist Paris auch so bedeutend geworden, weil wegen dem Brexit, weil London sozusagen sich abgekoppelt hat von Europa? Es ist ganz klar, dass in der neuen Situation Paris die neue Hauptstadt Europas werden wird. Es gibt keine vergleichbare Stadt, die Vergleichbares bietet. London leidet wahnsinnig. Wir arbeiten mit einigen Künstlern aus London oder England
höchst kompliziert. Die Transporte sind kompliziert, die Verzollung ist kompliziert. Es ist unglaublich, wie viele Probleme der Brexit auch für uns gebracht hat. Wenn du jetzt denkst, neue Messe in Paris, was bedeutet das für Basel? Ist da nicht die Gefahr, dass Paris Basel irgendwann verdrängen könnte? Wird man sehen. Kurzfristig sicherlich nicht. Wie es in 10 Jahren ausschaut, kann kein Mensch voraussagen. Ich glaube, das ist kurzfristig sehr gut. Also ich rede jetzt von den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Parallel laufen kann. Ob dann Paris, wenn es wieder zurück ist im Grand Palais, weil jetzt sind wir in einer Übergangsphase, dann so wichtig wird, dass es hier das verdrängt. Es gibt solche Befürchtungen, vor allem unter der Basler Bevölkerung. Ich denke, das hat natürlich für Galerien neue Chancen eröffnet, weil in einer globalisierten Welt man auch neue Kunden und Institutionen, Kuratoren, Journalisten kennenlernt. Und wir Galerien, die weltweit sozusagen Künstler vertreten, können davon ungemein profitieren. Es ist natürlich auch ein Aufwand, Arbeitsaufwand, Zeitaufwand, das alles zu bewältigen. Und die Galerie Neu aus Berlin, auch nur in Berlin ansässig, versucht da einen Spagat, dass wir sagen, wir machen ein paar Sachen wie die Fiak jetzt wieder, aber wir können nicht jede Messe, können und wollen nicht jede Messe machen. Ja, das ist sicher auch nötig, weil das halt gefordert wird von den Kunden, den Galeristen und den Sammlern. Und Paris ist eine gute Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Geht man gerne hin. Das heißt, es ist ein guter Standort für, mit Beliebtheitsfaktor auch bei den Kunden. Und Miami hat sich ein bisschen verlangsamt, würde ich sagen. Also das war sicher spannend da die ersten 10 Jahre. Aber und Hongkong? Und Hongkong mache ich sehr wenig, aber es wird sehr gelobt. Ne? Wie siehst du Paris? Ist da nicht die Gefahr, dass Paris, ist ja doch nah bei Basel, Basel verdrängen könnte? Ich kann nicht hell sehen, aber ich hoffe doch nicht. Ja? Ich denke, die Messe ist eine wirtschaftliche, es ist ein Business und ein Business muss sich entwickeln, muss sich entfalten, muss anderen Wegen, muss expandieren. Es ist einfach die organische Entwicklung von jeder wirtschaftlichen Form und die folgt es auch. Du bist aus Paris, freust du dich, dass die Messe Basel nach Paris geht? Ich freue mich, dass Paris eine unglaubliche, gute internationale Messe hat. Nicht jede Stadt hat dieses Privileg und ich denke, das ist das Wichtigste. Die Pariser Kunstszene ist sehr vielfältig und ich hoffe, dass die wieder repräsentiert wird in dieser Vielfalt und nicht reduziert wird, um mehr international, also es darf nicht eine globale Messe in Paris. Paris ist reich genug, dass es eine Identität hat als Pariser französische Messe. Das es gibt auch eine Wiener Messe, auf die geht es hier nicht. Warum? Ich liebe die Wiener Messe und ich liebe Wien und ich liebe diese geografische Situation mit Osteuropa. Also es ist unglaublich spannend und ich gehe als Besucherin sehr häufig. Ich gehe nicht dahin, weil wir eine Entscheidung treffen müssen aus der reinen Lebensqualitätsprinzip. Man kann nicht ein Mensch sein, der von Messe zu Messe und sowieso umweltlich ist. Es ist eine Katastrophe, wenn wir das weitertreiben. Es gibt auch in Wien eine Messe, die macht es hier nicht. Die machen wir nicht, nein. Warum? Hat sich jetzt nicht so ergeben. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, man muss auch mit seinen Kräften haushalten. Wien, wir arbeiten da mit Kollegen zusammen, ist eine Stadt, wo wir sehr gerne sind, aber die Messe war jetzt für uns bisher noch kein Thema. Du bist in Wien inzwischen auch, gehst aber dort nicht auf die Messe. Warum? Ja, das kann man ja auch nicht vergleichen mit der Basler Messe. Also ganz einfach. Ich finde, wir hatten schon eine recht hochkarätige Situation in Wien. Die mich selbst überrascht hat, weil die in den letzten Jahren, also ich rede von vor 3 Jahren, vor der Pandemie und bevor es diese Veränderungen gab, wir waren da schon auf einem sehr hohen Niveau und es war auch für uns als Galerie und für die Sammler fast schon ein Fixpunkt im Jahr. Die Sammler sind sehr gern gekommen, natürlich auch wegen Wien, wegen dem ganzen Paket, aber weil die Messe wirklich schon eine recht hohe Qualität erreicht hatte. Wie sieht es heute aus? Das klingt nach Vergangenheit. Ja. Wir stehen hier vor einer
wunderbare Arbeit, amerikanische Flagge, ist ja auch kunsthistorisch eine relevante Arbeit. Hast du die ausgesucht, um ein bisschen was dazu zu sagen? Darf ich dich fragen, was ist so das Besondere an dieser Arbeit? Ellen Sturtevant, eine bedeutende amerikanische Künstlerin, die vor ungefähr 10 Jahren verstorben ist. Sie hat in den 60er Jahren begonnen, sogenannte Appropriations zu machen. Also sie hat das Copyright oder den Inhalt eines Copyrights und den Anspruch eines Copyrights neu definiert. Wurde teilweise ausgelacht in den 60er Jahren, von einigen Künstlern wie Andy Warhol sehr, sehr gut verstanden und hat ein unglaubliches Werk hinterlassen. Hat eine bedeutende Retrospektive im Museum of Modern Art gehabt, vor einigen Jahren, wo dieses Werk auch zu sehen war. Und ist eine Künstlerin, die jetzt einfach vor allem in Amerika neu entdeckt wird. Und wir freuen uns sehr darüber. Wir haben viele Jahre mit ihr zusammengearbeitet, sie haben sie als Künstlerin vertreten. Sie hat da die letzten 20 Jahre in Paris gelebt auch. Und zeigen hier wirklich eines ihrer wesentlichen, wichtigen Werke. Es war auch in MoMA ausgestellt und wir freuen uns, dass wir es jetzt hier zeigen können. Du stehst hier vor einer Arbeit, die dir besonders lieb ist. Ja. Vielleicht könntest du sagen, von welchem Künstler ist die und was liebst du an dieser Arbeit? Ja, eine schwedische Künstlerin, die in Berlin lebt und mit der wir zusammenarbeiten, ist Clara Lieden. Clara Lieden ist bekannt für ihre Performance-Arbeiten, die sich hauptsächlich dann dokumentiert werden im Film. Und für ihre Skulpturen und Bilder, die immer aus gefundenen Materialien hergestellt wurden. In diesem Fall ist es eben eine Lampe, die aus einem Fahrradständer, den sie im öffentlichen Raum gefunden hat, und aus einem Kanister, den sie vermutlich im Baumarkt für 3-4 Euro erworben hat, zusammengesetzt wurde und dann zu einem Kunstwerk erklärt wurde. Also es gibt sozusagen diesen Ready-Made-Begriff, aber jetzt auch neu und contemporary interpretiert. Das ist von dem Schweizer Künstler Remy Zaug, der das ist seine letzte Gruppe Arbeiten und die werden, wo er den Tod lamentiert, wenn du willst, oder wenn er überhaupt mit Farben und mit diesen Texten dieser annähernde Tod überlegt. Ja? Sehr poetisch. Der Carol Dunham ist ein Künstler, der um die 70 ist. Ja? Wir zeigen ihn circa seit 10 Jahren erst. Und ich schätze an ihm natürlich seine absolute Unabhängigkeit von jeglichen Moden. Er hat eine Arbeit, eine Tätigkeit, er hat ein künstlerisches Werk entwickelt, das einmalig ist und das durch alle schwierigen Phasen, auch wo er quasi am Markt so nicht so erfolgreich war, hat er sich auch quasi durchgebissen. Und das, wenn man das Werk jetzt insgesamt sehen würde in einer großen Retrospektive, wäre man wahrscheinlich erschlagen von der Qualität. Ja. Das ist eine Arbeit von einer französischen Künstlerin, Laure Provost. In der Tat, dieser Oktopus ist ein bisschen der zentrale, also eine Brune, zentrale Bild. Und zum Beispiel hat sie ein Lexikon entwickelt, Lexikon L-E-G-K-S-I, also sie spielt mit Sprache, sie ändert die Sprache. Und in ihrem Lexikon ist der Oktopus A, weiblich, B, slimy, C, tiny, D, erotisch, E, super, super powerful und sehr, sehr klug. Es hat 8 Gehirne, 9 Gehirne, 8 Tentakel etc. Und das ist eigentlich ein Statement. Was kostet so die Arbeit? Diese Arbeit ist verkauft zu einem Museum. Alle Arbeit ist eigentlich jetzt in sehr gute Institutionen gegangen. Und so eine Brune kostet 110.000 Euro. Monica Bonvicini ist Mitte 50 und sicherlich eine der ganz wichtigen Künstlerinnen ihrer Generation. Man sieht hier einen Spiegel mit schwarzen Ketten. Das heißt, man spiegelt sich, ist aber gleichzeitig hinter einem sehr obskuren Vorhang. Davor sieht man einen Flaschentrockner, der eindeutig an Marcel Duchamp anknüpft. Darüber hängen jetzt nicht Flaschen zum Trocknen, sondern geschmolzenes Glas. Sehr an Genitalien erinnernd fließen die über diesen Flaschentrockner und gleichzeitig steht das ganze Ding auf Ytong-Steinen, mit denen meistens Männer Häuser bauen, Dinge bauen.
Und all das zusammen, ich möchte es jetzt gar nicht im Detail ausinterpretieren, weil es sehr klar ist und auch diese Offenheit hat.